Simske, warum hast du mit CSGO angefangen? Weiß ich nicht, gute Frage. Ich habe einfach Bock gehabt damals auf das Spiel, das sah cool aus, 1.5. Und deswegen habe ich dann natürlich auch irgendwann wieder die Wurzeln zu CS gefunden und habe mit CSGO angefangen. In welchem Rang wurdest du eingerankt? MGE. MGE wurde ich eingerankt. Wohnst du in einer eigenen Wohnung? Ja. Wie heißt du im Real Life? Ich heiße Dennis, Vampix. Warum bist du nicht Global, Michi? Ich war schon, ich war schon immer Global, aber zurzeit, weil ich kein Matchmaking spiele mit meinem Main-Account. Weil Supreme jetzt unranked. Wait, du warst Supreme. Ja, Digga, aber... Gott, das fuckt den so ab. Ja, natürlich fuckt mich das ab. Weil ich halt kein Matchmaking spiele, so. Wärst du sonst easy, glaube ich? Ey, natürlich. Abgehoben. So ist es. Ja, natürlich. Antikreativo, in welchem Alter hattest du dein erstes Mal und war es mit Emnik? Lol, Digga. Ich war bei meinem ersten Mal 14 und nein, es war nicht mit Emnik. Selbstverständlich war es mit Emnik. Ist klar. Mit wem sonst? Mit Marco? Wie alt bist du, Mate? It's Red 23. Wir überlesen, wir überhören den jetzt. Sivots, magst du mich? Ja, na klar. Styler Force, willst du irgendwann mal ein Tattoo stechen lassen? Das ist eine gute Frage. Will ich in der Tat, aber ich habe noch keine Ahnung. Ich will es irgendwann machen. Ich traue mich aber. Ach, ich weiß es nicht. Irgendwann will ich es auf jeden Fall machen. Lexi Pantera fragt Mike Stelberg. Linkes oder rechtes Twix? Beide. Nein, mein, das in der Mitte. Wann hast du Geburtstag? Am 30.10.1992. Bin ich geboren. Was hast du ja bei Geburtstag, Mate? Ah, Digga. Scheiße, ich muss schnell Freundschaft beenden. Geschenk kaufen, Mate. Zufrieden mit deinem Leben? Ja, klar, Digga. Machst du Gambling? Fragt Matthias Moll. Ab und zu, ja. Violence, wie alt bist du? Seit wann spielst du CSGO oder allgemein CS? Hatte ich schon beantwortet. Welches Tier wärst du am liebsten? Eine Katze? Eine faule Katze oder eine aktive? Eine aktive. Exegy, machst du mal ein Abo-Treffen mit? Sexaktiv oder kratzaktiv? Wärst du ein Kater oder wärst du eine Katze? Alter! Meine Güte. Mate, du musst meine Fragen beantworten. Ey, warum soll ich deine Fragen beantworten? Du hast dich drunter kommentiert. Okay, mach ich schnell. Lol. Machst du mal ein Abo-Treffen mit, fragt Exegy. Yes, mach ich. Werde ich bestimmt irgendwann mal machen. Demas Talks fragt, wie findest du den Film Suicide Squad? Habe ich mir echt noch nicht angeguckt. Denzel Ozan, kannst du dir mal Ezea holen? Digga, ich hab Ezea und spiele auch Ezea. Matthias Moll fragt, kommt bald eine Roomtour? Habe ich schon gemacht. Kannst du dir angucken, falls du es nicht schon gesehen hast. Abby fragt, hast du schon mal was gewonnen? Ja, hab ich. Wegen das so dein Video, ich muss kommentieren. Er kommentiert halt echt schnell rein. Daniel Beck fragt, kannst du noch mal Emnik schlagen? War nur ein Joke. Also, wie alt bist du? Fragen hier ganz viele. Nochmal, also ich bin 23, werde bald 24. Welche Farbe ist dir am angenehmsten? Rot. Flying Regin Place fragt hier, wie bist du auf YouTube gekommen? Ich habe ja schon viel, viel früher mit Twitch angefangen. Und ja, weiß nicht, also ich hatte da eigentlich schon immer Bock drauf, was auf YouTube zu machen. Das Problem war einfach, dass ich immer so dachte, so, ja, es gibt schon alles. Und da wollte ich da nicht noch meinen Senf auch noch dazu geben. Aber ja, hab dann halt George und so kennengelernt und die haben mich quasi irgendwie so ein bisschen motiviert. Ich fand das immer cool, was die gemacht haben. Die haben immer Videos aufgenommen. Und ja, ich fand das cool und hab dann einfach gesagt, komm, ich mach das jetzt auch. Und so kam das. Würdest du in einem Pro-Team spielen? Bock hätte ich, aber wie aus Zeitgründen halt, ja, es geht nicht aus Zeitgründen. Also würde ich sagen, nein. Witzel und Clan fragt hier noch, meine Frage, wer ist dein Mitbewohner? Mein Mitbewohner kennt keiner, spielt auch kein CS, der ist quasi, den kennt man nicht. Ben Fischer fragt, denkst du, Valve ändert noch was an den Sounds oder denkst du, die bleiben jetzt so jetzt? Da werden noch ein paar andere Sounds geändert.
So, also ich denke, jede Waffe wird da mit der Zeit irgendwann überarbeitet. Aber dann würde ich mal ganz stark behaupten, und ich bin mir so zu sogar fast 100% sicher, dass die erstmal eine ganz, ganz lange Zeit so bleiben werden. Da, weil es sich erstmal um andere Sachen dann kümmern wird nach den Sound-Updates. Ja, die waren ja auch schon so die ganze Zeit eigentlich lange so, die Sounds. Ja, ja, eben, deswegen, ja. Nightfall Meme fragt hier, könntest du mal ein Tutorial machen über CSGO Spray Control? Und meine Frage ist, hast du eine Freundin? Es gibt schon so ein Spray Control Tutorial von mir. Kannst du ja mal gucken. Gibt's auf jeden Fall schon. Und nein, ich habe keine Freundin. Connor fragt hier, Connor050, warum genau hast du mit YouTube angefangen und worauf bist du in deiner YouTube-Karriere besonders stolz? So, warum ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ja schon gesagt. Und kein Scheiß, worauf bin ich auf meiner YouTube-Karriere besonders stolz? No joke, ich find's richtig geil, wie viele Leute unter das Video kommentiert haben, ja. Also ich find's echt krass, ich bin richtig stolz drauf, dass 146 Kommentare unter diesem Video zustande gekommen sind. Das ist echt heftig. Ich find das richtig geil, ja. Also in Relation zu den Abonnenten und generell zu der Viewerzahl ist das mega, mega sick. Ich find das unfassbar geil. So, ich bin ehrlich, am Anfang dachte ich mir so, okay, vielleicht kommentieren da 5 bis 10 Leute oder so und das Video wird voll kurz. Aber ja, es ist halt einfach mega krass, wie viele Leute da kommentiert haben und darauf bin ich besonders, besonders stolz und nochmal Dankeschön dafür. Oh. Richtig geil. Digga, ich habe schon Bauchschmerzen vor Lachen. So, und ich würde sagen, ja, das ist doch ein gelungener Abschied. Was? Ich habe auch noch kommentiert. Tut mir leid, also deinen Kommentar kann ich nicht finden. Doch, Digga. Nein, da ist kein Kommentar. Aktualisieren. Ja, komm, ich aktualisiere noch. Tu noch mal komplett aktualisieren, Mate. Mein Kommentar muss da stehen. So, also jetzt haben wir noch eine Frage hier reinbekommen, frisch und exklusiv, von Giorgio. Wärst du ein Kater oder eine Katze? Ich wäre ein Kater. Oder ein Emnik. Und wie läuft es mit deiner Gärtnerkarriere? Digga, ich beantworte dir die Frage jetzt direkt, ja? Okay. Also pass auf, ich wäre gerne ein Kater. Warum? Ja, weil chilliger ist. Aber du hast eine Katze. Warum hast du keine Katze? Nein, ich habe einen Kater. Das ist ein Kater? Das ist ein Kater, ja. Warum sagst du Katze? Ja, weil eine Katze ist eine Katze. Nee. Ja, sicher. Eine Katze ist ein Weibchen und Kater ist... Ja, es ist auf jeden Fall ein Kater. Okay. Aber das ist aber ein ziemlich kleiner Kater, Mate. Ja, heftig, ne? Ja. Übergeil. Nein, ich wäre gerne kein Emnik. Ja, wo sind die Schwarzen, die aufschreien? Und wie läuft das mit deiner Gärtnerkarriere? Ja. Durchaus sehr gut. Ich werde vielleicht doch noch ein Gänseblümchen-Tutorial für dich und Crony machen, okay? Versprochen, Hand drauf. Hand drauf. Oh Mann, Alter. So, Leute, das war's mit meinem FAQ. Gänseblümchen-Tutorial kommt mit. Ja, Gänseblümchen-Tutorial kommt dann irgendwann. Mann, 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 Mann. 3000 Abonnenten-Special. Nein. So, ja, vielen Dank für die ganzen Fragen, Leute. Ich denke mal, ja, lang genug und... ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für die ganzen Fragen nochmal. Peace out.